eine Welle, eine Kampagne der Medien gegen Hoss und Hopf. Es fliegt extrem viel im Raum, viele Vorwürfe. Wir würden Verschwörungstheorien verbreiten, Desinformation. Wir wären sogar rechtsextrem. Und wir würden spezifisch Jugendliche über unsere Podcasts in irgendeine Weise radikalisieren. Und das Interessante hierbei sind nicht nur die Vorwürfe, auf die wir eingehen werden, die teilweise wirklich absurd sind, wenn man sich mehr als nur 14 Minuten mit unserem Podcast beschäftigt, sondern die Timeline dieser Ereignisse. Weil das also wirklich für mich, das muss ich dir wirklich persönlich auch hier sagen, Philipp, als jemand, der so etwas eigentlich nur als Außenstehender beobachtet, ist die Kette an Ereignissen, was, wann, wie rauskam und mit welchen Informationen diese Reporter, diese Journalisten, die eigentlich journalistische Pflichten haben, dann gewisse Artikel formuliert haben, um dann gewisse Aktionen und Ereignisse zu bewirken, wie beispielsweise die sogenannte Sperrung unseres Kanals auf TikTok, was auch nicht der Wahrheit entspricht. Also, was da wirklich hintereinander am Stück passiert ist und in welchem Umfang das passiert ist, wirkt für mich wie ein koordinierter Angriff.